In Zeiten von agilem Arbeiten und kreativen Arbeitswelten spielt das Thema Homeoffice für viele Unternehmen eine immer größere Rolle. Schon zu Beginn des Jahres hat die Salzburger AG Homeoffice in einem Pilotprojekt für unterschiedliche Bereiche getestet. Es ging einfach darum, dass wir den Führungskräften und deren Mitarbeitern mehr Gestaltungsspielraum geben möchten. Mit der Corona-Krise wurde quasi über Nacht allen Mitarbeitern, deren Tätigkeit dies zulässt, Homeoffice ermöglicht. An Spitzentagen hatten wir dann bis zu 700 Mitarbeiter gleichzeitig im Homeoffice. Nachdem das Homeoffice sowohl für die Mitarbeiter als auch das Unternehmen gut funktioniert hat, dürfen Mitarbeiter aus zahlreichen Bereichen nun regelmäßig von zu Hause aus arbeiten. Einer von ihnen ist Daniel Wenger. Er ist im Bereich digitale Kommunikation tätig und verbringt variabel bis zu 2 Tage die Woche im Homeoffice. Ja, also im Homeoffice läuft es eigentlich sehr gut. Habe mich ganz gut eingerichtet, beziehungsweise unsere IT hat uns da sehr gut unterstützt. Bei mir war es schon vor Corona ein bisschen, deswegen habe ich einen Startvorteil gehabt gegenüber den anderen Kollegen. Ansonsten, ja, es ist unterschiedlich. Es hat so wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Von Meetings her ist es natürlich ein bisschen nachteilig, weil manches ein wenig schwieriger ist. Wobei man andererseits die Videofunktion hat, wo man Bildschirm teilen kann. Das bietet wieder Vorteile, wenn man was herzeigen möchte. Ja, vor allem, wenn die Mitarbeiter zu Hause arbeiten, ist es eben wichtig, dass man regelmäßig zumindest Online-Sitzungen abhält, wo eben in den meisten Bereichen sogenannte Dailies eingeführt werden, meistens zu Tagesbeginn, wo man sich einfach mit den Mitarbeitern, also mit den Kollegen und auch mit den Führungskräften über aktuelle Themen austauschen kann. Laptop, Computer und notwendiges Zubehör werden vom Unternehmen für die Mitarbeiter bereitgestellt. Bei mir, bei meinem Job ist es so, ich brauche mindestens in der Regel 2 Bildschirme, wenn nicht mehr. Also ich arbeite ja in der digitalen Kommunikation. Jetzt haben wir sehr viel mit Webseiten und mit diversen Ansichten und Bearbeitungsmodus zu tun. Also ich habe jetzt da einen Laptop, den nehme ich jedes Mal mit heim. Und eben 2 Bildschirme plus eine Tastatur und eine Maus, damit ich es auch gut umsetzen kann. Ja, für allfällig notwendige Anpassungen oder Neuanschaffungen erhalten die Mitarbeiter einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 200 Euro gegen Vorlage der Einkaufsrechnung. Homeoffice motiviert, fördert die Eigenverantwortung und drückt Wertschätzung und Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern aus. Ja, also heutzutage, ich denke, es ist zeitgemäß, es ist nicht für jede Tätigkeit oder für jede Firma umsetzbar, aber es gehört dazu, gerade bei mir, in meinem Bereich kann ich halt sagen, dass es sehr gut umsetzbar ist. Es darf natürlich durch Homeoffice zu keiner Behinderung des laufenden Betriebes kommen. Ja, das ist ganz wichtig. Die finale Entscheidung, wer jetzt und ob wer Homeoffice nutzen kann, liegt im Ermessen des jeweils zuständigen Bereichsleiters bzw. Stabsstellenleiters. Die genaue Homeoffice-Zeit wird mindestens eine Woche im Vorhinein mit dem jeweiligen Bereichsleiter besprochen und festgelegt. Ab Herbst bietet die Salzburger AG ihren Mitarbeitern zur Unterstützung einen Online-Kurs für effizientes Arbeiten im Homeoffice.